Rohkost ist Leben. Rohkost ist Liebe. Rohkost ist eine Religion. Ganz ehrlich, nein Leute, ist sie nicht. Aber sie ist trotzdem was Cooles. Like I fell off a balcony. Temperature is running high. Was geht ab, Leute? Euer Wowa von Food for Life hier wieder. Heute aus dem Wald. Ich bin hier gerade ein bisschen spazieren. Und heute geht es um die Frage, was ist eigentlich Rohkost überhaupt? Denn viele, die meine Videos gucken, sagen zu mir, ach, Wowa der Veganer oder so. Und wissen eigentlich gar nicht, worum es in meinen Videos richtig geht. Und deshalb wollte ich heute mal so ein kurzes Erklärvideo machen, was überhaupt Rohkost eigentlich ist. Und zwar, da gibt es natürlich die Vegetarier. Die kennt natürlich jeder, die verzichten einfach nur aufs Fleisch. Im besten Falle dann auch noch auf Fisch. Aber ansonsten essen die weiterhin alles, so wie Käse, Milch und so weiter und so fort. Dann gibt es die Veganer. Die sind schon etwas spezieller, denn die verzichten nicht nur auf Fleisch und Fisch, sondern auf alle tierischen Produkte. Das heißt Fisch, Fleisch, Milch, Käse und so weiter und alle anderen Milcherzeugnisse auch, sprich Quark und was auch immer das da noch gibt. Dann zusätzlich auch noch auf Eier. Und die Hardcore-Veganer, die tragen zum Beispiel auch kein Leder und kaufen generell überhaupt nichts, was von einem Tier kommt. Und dann gibt es die Rohveganer. Das sind die Leute, die sich nur von Rohkost ernähren. Das heißt vegan und roh dazu, sprich nichts Gekochtes. Vegan heißt ja nicht, dass es nicht gekocht werden darf. Da gibt es ja zum Beispiel Reis, den kann man kochen, oder Nudeln. Das geht bei Rohveganern natürlich nicht. Das heißt, die Rohveganer, ach so, ganz kurzer Einwand, natürlich gibt es auch Rohköstler, die nicht roh vegan sind. Die essen dann auch rohes Fleisch oder rohen Fisch zum Beispiel. Aber darum geht es heute nicht. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Die meisten Rohköstler sind auch gleichzeitig auch roh vegan, ja. Und das sind also wirklich die allergrößten Freaks auf diesem Planeten. Aber ich zähle mich natürlich nicht dazu. Ich bin kein Freak, ja. Den Typen kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Genau, jedenfalls. Was ist die Idee dahinter? Was ist eigentlich schlecht daran, wenn man Obst oder Gemüse kocht oder brät? Und zwar bringt jedes Gemüse und jedes Obst von Natur aus Vitamine mit, Mineralstoffe, die unser Körper braucht und Enzyme, die uns beim Verdauen dieses Obst oder Gemüse helfen sollen. Das Problem ist, dass diese Enzyme, die uns bei der Verdauung helfen und bei der Aufnahme der Nährstoffe und die Vitamine nicht hitzebeständig sind. Ja, das heißt, erhitzt man die Sachen auf über 42 Grad, dann gehen die Vitamine kaputt. Ganz einfach gesagt, ja, jetzt keine Fachwörter, die Vitamine gehen kaputt und die Enzyme zerfallen. Das heißt, unser Körper weiß dann zum Teil gar nicht mehr, wohin mit den, was er mit diesem Obst oder mit diesem Gemüse machen soll, wie er das verdauen soll. Und die Aufnahme von den Nährstoffen wird dann extrem schwierig oder zum Teil gar nicht mehr möglich. Und das ist die Idee, die hinter Rohkost steckt.
Sachen dürfen einfach nicht erhitzt werden, nicht auf über 42 Grad. Und es ist genau deshalb sehr, sehr gesund, rohe Sachen zu essen. Ach ja, eins noch. Kocht man die Sachen, werden, wie gesagt, diese Enzyme zerstört, die uns bei der Verdauung helfen. Das heißt, unser Körper braucht viel länger, braucht viel mehr Zeit, um gekochte Nahrung zu zersetzen, um sie zu verwerten. Und wenn er sie denn überhaupt verwerten kann. Und das kostet unseren Körper Kraft und Energie. Und genau das ist die Idee, die hinter der veganen Rohkost steckt. Nahrung zu erhitzen ist einfach nicht natürlich, Leute. Das war eine menschliche Erfindung und es ist von der Natur aus einfach so nicht vorgesehen. Und genau, ich will das Video jetzt nicht zu lange halten. Es kommt auf jeden Fall noch ein Video darüber, was an Rohkost überhaupt gesund ist, wieso sie so gesund ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, was kann man denn dann überhaupt noch essen? Das ist ja krank, das ist ja verrückt. Dann abonniert am besten meinen Kanal, dann da zeige ich in regelmäßigen Abständen gesunde, rohköstliche, rohvegane Rezepte. Ich versuche alles abzudecken von Mahlzeiten, die richtig satt machen, von Vorspeisen, von Gewürzen und so weiter und so fort. Auch Süßigkeiten, ja, nicht zu vergessen. Es werden auch Videos folgen, in denen ich rohvegane Torten und Kuchen herstelle oder Schokolade oder Brownies. Also es ist weitaus mehr als nur Karotten kauen und Bananen essen, Leute. Es ist wirklich sehr, sehr lecker und bietet viel mehr an Lebensqualität. So, jetzt wollte ich noch mal von mir eine kurze Meinung dazu abgeben. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert oder so, sondern einfach mal von mir spontan philosophiert. Und zwar denke ich Folgendes darüber. Ich denke, dass es nicht natürlich ist, Lebensmittel zu erhitzen. Und genau, es ist nicht natürlich und nicht normal. Wobei ich denke, da müssten wir noch mal kurz definieren, was ist natürlich und was ist normal. Mit natürlich meine ich von Natur aus gewollt. Und mit normal, ja, das Wort ist ein bisschen schwierig zu definieren. Ich denke mal, normal ist das, was von der Gesellschaft als Norm angesehen wird. Und ich denke mal, es ist schon gesellschaftlich normal, Sachen zu erhitzen, weil es sich einfach etabliert hat, aber von der Natur aus so nicht vorgesehen. Ja? Ich denke mal, dass die Natur für uns eher Rohkost vorgesehen hat. Ich kenne zum Beispiel kein Individuum auf dieser Erde außer uns, was seine Lebensmittel erhitzt und dann warm isst. Vielleicht ist mir da irgendwas entgangen, aber so spontan fällt mir eigentlich kein Individuum ein. Und deshalb denke ich, dass die Natur für uns eigentlich Rohkost vorgesehen hat. Und deswegen finde ich das eigentlich so paradox, dass es normal ist, Sachen zu machen, die eigentlich nicht natürlich sind. Ich denke mal, dass gerade wir so in der zivilisierten Welt manchmal vergessen, dass wir auch ein Teil der Natur sind, also wir Menschen. Und ich denke, dass die Natur sich da schon was dabei gedacht hat. Und es macht auch einfach, denke ich mal, Sinn. Für mich jedenfalls. Und ich fühle mich auf jeden Fall um einiges besser, wenn ich mich nur durch Rohkost ernähre und die Lebensmittel nicht erhitze. Ich denke, dass wir Menschen auch ein Teil der Natur sind, auch wenn wir es gerne mal vergessen. Und überlegt mal, was passiert bei uns, wenn wir 42 Grad Fieber haben oder über 42 Grad Fieber haben? Dann passiert genau das Gleiche. Bei uns gehen die Proteine im Körper kaputt. Da fangen die Proteine an, sich zu verformen. Jedenfalls geht es uns nicht gut. Und wenn wir lange ein höheres Fieber haben, über 42 Grad, dann ist es lebensbedrohlich. Dann tut es uns auf jeden Fall nicht gut. Ja? Und genauso wie wir ein Teil der Natur sind, sind es auch Pflanzen und Obst und Gemüse. Und wenn wir die auf über 42 Grad erhitzen, dann geschieht dort genau das Gleiche wie bei uns. Das denke ich jetzt mal. Und das macht auf jeden Fall für mich Sinn. Wenn es für dich keinen Sinn macht, dann schreib mir bitte in die Kommentare, wenn du anders denkst. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie anders ist. Aber für mich, je mehr ich mich darüber informiere, desto mehr und mehr macht das alles für mich Sinn. Und deswegen, also kann sein, dass ich jetzt komplett Bullshit rede, aber wie gesagt, es macht für mich einfach alles Sinn so.
Und ich teile einfach mal meine Eindrücke mit euch. Seid mir nicht böse, wenn ich jemandem dabei zu nahe trete. Dann beende ich hiermit das Video und wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Denkt über meine Worte nach. Mich würde es freuen, wenn ich den einen oder den anderen ein bisschen zum Nachdenken angeregt habe. Auf jeden Fall. Und ja, schreibt mir in die Kommentare gerne, was ihr darüber denkt. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bringe, nochmal hier zur Info, ich bringe jeden zweiten Sonntag ein Video raus. Es sei denn, ich bin in der Hardcore-Lernphase oder so. Dann klappt es nicht immer, aber in der Regel jeden zweiten Sonntag. Weil ich einfach viel zu tun habe. Sonst, ich bin am Studieren, mache meinen Master. Dann arbeite ich noch nebenbei und habe noch ein kleines Kind, also eine kleine Familie. Und das Schneiden von Videos dauert auf jeden Fall auch sehr lange. Das habe ich am Anfang, bevor ich diesen Channel aufgemacht habe, etwas unterschätzt. Aber ja, ich versuche mich dran zu halten, also jeden zweiten Sonntag. Und ja, jetzt habe ich wieder zu lange gebabbelt. Also bleibt gesund und bis bald. Ciao, euer Wowa. You're running out.